Moin, wir stehen hier vor dem Microsoft Theater, wo Microsoft in Kürze die PK starten wird, die ja sehnlich erwartet wird. Wir sind sehr gespannt, was da an Überraschungen auf uns zukommt, welche neue Ankündigungen Microsoft mit dabei haben wird und natürlich, was und ob überhaupt was zur neuen Konsole gesagt werden wird. Das werden wir für euch natürlich alles aufbereiten und im Anschluss ausführlich besprechen. Also wir gehen da jetzt rein, gucken die Pressekonferenz und danach sehen wir uns wieder. Langer Tag bei Microsoft ist zu Ende. Wir waren erst bei der Pressekonferenz und im Anschluss fand noch ein Anspiel-Event statt, bei dem wir zu dritt ganz unterschiedliche Spiele anzocken konnten. Aber zuerst war da natürlich diese Pressekonferenz, die ja die eine große Pressekonferenz ist, da Sony in diesem Jahr ja nicht in Los Angeles ist und das Ganze schwänzt. Also hatte Microsoft quasi nicht nur den Heimvorteil, sondern tatsächlich auch den einzigen Vorteil. Sie waren alleine da und könnten jetzt so richtig vorlegen. Ob ihnen das gelungen ist, das wollen wir gleich noch besprechen. Aber eins vorweg, denn tatsächlich gibt es dieses Spiel, was von From Software entwickelt wird und wo George R.R. Martin mit dran gearbeitet hat. Das ganze Ding heißt Elden Ring und man hat eigentlich nichts gesehen. Und davon ausgehend werden wir uns jetzt mal genau angucken, wie diese Pressekonferenz so aussah und ob da richtig was bewegt wurde oder eben nicht. Was meinst du? Also viel wurde ja in diesem Jahr schon vorweggenommen durch Leaks, gerade auch Elden Rings. Von daher hielten sich Überraschungen bei der PK in Grenzen. Womit Microsoft natürlich so ein bisschen gepostet hat, auch war die pure Masse an Spielen. Es wurden 60 Spiele vorgestellt auf der Pressekonferenz, was aber auch kein Wunder ist, denn, wie wir eben schon gesagt haben, Sony fehlt. Man darf nicht vergessen, es waren halt sehr viele Spiele von Drittherstellern dabei, die sich sonst immer auf die verschiedenen Pressekonferenzen verteilt haben. Also deshalb muss man diese Masse mal ein bisschen relativieren. Aber was mir gefallen hat, war, dass jetzt nicht nur diese AAA-großen Titel dabei waren, sondern auch wirklich kleineren Produktionen ein gewisser Platz auf der PK eingeräumt wurde. Und das fand ich wirklich schön gemacht, auch wenn wir Ori zum Beispiel jetzt wirklich schon relativ oft auf der Pressekonferenz gesehen haben. Jetzt gibt es ein Release-Datum und das wird dann wohl die letzte E3 gewesen sein, wo es dann vorgestellt wird. Ja, stimmt schon. So im Grunde tatsächlich hatte man das Gefühl, man sieht viele Spiele, die man sonst über verschiedene Veranstaltungen irgendwie sehen würde. Und dann, Microsoft hat natürlich jetzt die Studios, die sie dazu gekauft haben, sowas wie Ninja Theory. Aber wie du schon sagtest, auch da wurde ja der Leak vorweggenommen. Also Bleeding Edge ist halt genau das Spiel, was im Vorfeld geleakt worden war und wo die Meinungen ja sehr zwiegespalten drüber sind. Das heißt, so richtig viele große Überraschungen, richtig viele Sachen, wo so ein großer Wow-Effekt da ist, wenn man davor vorher noch gar nichts von gehört hat, fand ich, fehlte tatsächlich. Bis auf eine Sache, Cyberpunk. Gut, ja klar, die Vorstellung von Cyberpunk, aber auch da ist die Überraschung nicht die, dass Cyberpunk einfach aussieht wie ein richtig gutes Spiel, sondern da ist die Überraschung, dass Keanu Reeves mitspielt und dass Keanu Reeves in diesen Raum reinkommt und das komplette Microsoft Theater ausrastet. Also das war die Überraschung und das war auch so der Moment der Show, fand ich irgendwie. Aber so generell ist das jetzt auch keine große Überraschung. Auch das, was sie gezeigt haben, war mehr von dem, was man schon eigentlich von einem Spiel gesehen hat, was natürlich richtig gut aussieht, wo man nur sagen kann, es gibt jetzt ja auch endlich ein Release-Datum, das ist vielleicht die Überraschung. Aber ansonsten ist Cyberpunk halt wahrscheinlich genau das tolle Spiel, auf das wir uns alle freuen, was es vorher auch schon war. Das heißt, es ist auch nicht der große Neuankündigungspunch, mit dem man hätte rechnen können. Wie schätzt du denn die E3-Pressekonferenz ein? Ja, eine andere Überraschung, um das nochmal aufzugreifen, war natürlich auch dann die Übernahme von Double Fine.
die dann Tim Schafer natürlich richtig schön präsentiert hat. Und ja, ich finde auch, man hat so allgemein schon gemerkt, dass die Stimmung war ziemlich gut, auch im Publikum. Also weil viele auch so für sich das empfunden haben, das ist jetzt so unsere coole große Pressekonferenz, auf die wir uns alle freuen und die muss jetzt auch liefern. Und ja, hat es bedingt, ne? Es gab ein paar, wie gesagt, ein paar kleine Überraschungen, viele coole alte Titel, so fand ich, ne? Auf die ich mich sowieso freue. Und bei den Neuankündigungen war jetzt nicht so viel für mich dabei. Und was natürlich Microsoft auch relativ klar gemacht hat, ist, dass sie so eine Art Netflix für Spiele werden wollen, ne? Mit dem Games Pass in Richtung PC. Und das haben sie halt auch mit relativ attraktiven Angeboten dann auch klar gemacht, ne? Wo du da gerade PC erwähnst, eine große Neuankündigung, über die ich mich während der Show mega gefreut habe, war natürlich Flight Simulator. Ich persönlich verbinde mit Flight Simulator 95 und 98 große Teile meiner Videospiel-Sozialisation und deswegen freue ich mich wahnsinnig auf einen neuen Flight Simulator, weil der letzte einfach richtig lange her ist. Aber was man da auch gesehen hat, ist tatsächlich, dass der PC mehr im Vordergrund stand. Sie haben ihre neue Konsole vorgestellt, da werden wir auch gleich nochmal kurz drauf eingehen, aber gleichzeitig ist der PC für Microsoft plötzlich wieder eine wichtige Spieleplattform geworden, oder wie siehst du das? Ja, ich muss sagen, es hat mich auch überrascht. Ich meine, jetzt nichts gegen Age of Empires und so weiter, aber es ist jetzt nicht so ein typisches Spiel, was man auf einer Pressekonferenz hervorhebt, weil wenn man zuguckt, wirkt es jetzt nicht sonderlich interessant oder auch bei dem Games Pass-Angebot, den das Football Manager wirklich hervorzuheben. Aber jetzt mal unabhängig davon, wie so solche Titel bei einer PK wirken, ich finde es gut, dass Microsoft dem PC generell wieder einen höheren Stellenwert gibt. Weil es ist nun mal so, sie wollen jetzt diese große Xbox-Familie gründen über mehrere Plattformen hinweg und der PC gehört halt einfach dazu. Aber dazu gehört natürlich auch die neue Konsole, die vorgestellt wurde auf der Pressekonferenz, die immer noch Project Scarlett heißt und nicht Xbox One X2 zum Beispiel. Wo man jetzt so ähnlich wie Sony ja im Vorfeld die Specs der PS5 veröffentlicht hat und quasi vorgestellt hat, wir haben jetzt SSDs und können damit super schnell Spiele laden. Und wahrscheinlich auch Raytracing hat jetzt im Grunde Microsoft genau das Gleiche gemacht. Sie haben sehr vage postuliert, wie ihre Konsole dann aussehen wird. Sie haben endlich gesagt, wann das erscheinen wird, nämlich im Winter 2020. Und man hat dann eben gesagt, wir haben einen Superchip entwickelt zusammen mit AMD. Das Ding kann 4K bei 120 Frames oder 8K bei 60. Wo man sich fragt, ob sowas physikalisch überhaupt möglich ist derzeit oder auch nicht. Aber konkret wurde man nicht. Man hat gesagt, man entwickelt die stärkste Konsole, die die Welt bis dahin gesehen hat und das wird das neue Zentrum des Spielens und die Cloud ist sehr wichtig, aber das waren alles so vage Darstellungen, ohne mal ein bisschen konkreter zu werden. Aber da hat man ja wahrscheinlich auch noch das nächste Jahr Zeit, um das ein bisschen genauer vorzustellen. Bist du heiß auf die neue Xbox? Ja, gespannt natürlich schon, aber ich sehe das auch so. Ich fand es ein bisschen schade, dass man noch so unkonkret geblieben ist. Kann man einerseits verstehen, aber andererseits wirkt es auch ein bisschen nach Marketing-Bullshit, wenn man dann sagt, viermal so schnell, weil im Grunde müsste das Teil ja dann, ich weiß nicht, vielleicht grob geschätzt jetzt anderthalbmal so schnell wie eine 280 Ti sein oder irgendwas in der Größenordnung, grob. Und ja, vielleicht ist das auf andere Komponenten bezogen zum Teil, ne? Dass die CPU auch noch ordentlich zulegt und natürlich jetzt diese ganzen Effekte, die man hat durch die SSD und schnellen Speicher und so weiter. Ja, mal gucken. Und ähnlich war es ja zum Beispiel auch bei Halo. Da war ich dann auch ein bisschen enttäuscht, dass man nicht wenigstens so angedeutet hat, wie das dann auch spielerisch ein bisschen aussieht. Dann, wie das anschließen würde an die Szene, die man dann gesehen hat. Wenigstens ein paar kleine Szenen, aber naja, gut, muss ich halt noch ein bisschen länger warten. Was ich auf jeden Fall gut finde bei der neuen Konsole, auch wenn wir jetzt noch keine konkreten Infos haben, aber zumindest der Ansatz gefällt mir, dass Microsoft jetzt sagt, wir wollen ein leistungsstarkes Gerät konzipieren, denn genau das hat mir bei der jetzigen Generation so ein bisschen gefehlt. Also die PS4 und die Xbox One, als die rauskamen, das waren ja Mittelklasse-PCs, kann man sagen. Da stand die Leistung,
die früher für mich eigentlich eine Konsole definiert hat, stand halt eben nicht mehr im Fokus. Also ich hatte das Gefühl, es ging darum, ein möglichst günstiges Gerät auf den Markt zu bringen, was der Leistung von einem Mittelklasse-Gaming-PC entspricht. Und jetzt wirklich wieder zurückzugehen, zu sagen, eine Konsole ist einfach ein Powerhouse, was mit einem PC mithalten oder ihn vielleicht sogar übertreffen kann, finde ich persönlich einen sehr coolen und einen guten Weg. Weil ich habe jetzt wieder das Gefühl, dass die Konsolen wieder zu Hightech-Geräten tatsächlich werden. Und in dem Zusammenhang fand ich auch sehr gut den Satz von Phil Spencer, der wirklich gesagt hat, wir konzentrieren uns wieder aufs Gaming. Und nicht wie bei der Xbox One, dieses All-in-One-Entertainment-System, genau mit der Konsole Fernsehen gucken, also bitte. Von daher finde ich jetzt den Fokus, den Microsoft hat, den finde ich wirklich sehr gut. Man könnte also sagen, in Redmond hat man aus Fehlern der Vergangenheit gelernt. Und interessanterweise steht bei der Xbox, stehen die Spiele im Vordergrund. Tatsächlich standen Spiele dann auch nach dieser Veranstaltung noch im Vordergrund, denn da gab es ein Anspielevent auf der gleichen Bühne, auf der vorher die Pressekonferenz stattgefunden hat. Und da konnte man schon mal in so verschiedene Spiele reinspielen. Ich zum Beispiel habe Bleeding Edge kurz anspielen können, eine Runde mit dem neuen Spiel von Ninja Theory. Und das spaltete ja schon bei der Ankündigung extrem die Gemüter, weil Ninja Theory kein Spiel macht, was jetzt in den letzten Jahren für sie typisch gewesen wäre, nämlich so ein charaktergetriebenes Story-Kampfabenteuer, was ja die letzten Spiele fast alle waren. Also wenn man sich ein DMC anguckt, wenn man sich auch ein Hellblade anguckt, das waren ja immer Charakterspiele auf die eine oder andere Art. Und dieses Bleeding Edge, das ist halt irgendwie Overwatch, um es mal ganz knallhart zu sagen, weil es ist tatsächlich ein Spiel, man spielt 4 gegen 4, man spielt Helden, die spezielle Fähigkeiten haben, die bei dem, was ich gespielt habe, in 3 Klassen aufgeteilt waren. Man hat Tanks, man hat Damage-Dealer und Heiler und dann wird man in der Third Person auf die Karte losgelassen und dann muss man Punkte einnehmen und das Ganze ist wahnsinnig bunt und wahnsinnig unübersichtlich und ist eigentlich irgendwie Overwatch. Und ich selber weiß derzeit noch gar nicht so genau, was ich davon halten soll. Es fühlt sich ganz gut an, spielt sich ganz ordentlich, spielt sich halt nur überhaupt nicht wie so ein Ninja Theory Spiel. Es hat ganz wenig mit dem zu tun, was man von diesem Studio so kennt und was man als die DNA dieses Studios empfindet, sondern es wirkt mehr so wie so ein Spiel, was für so einen ganz anderen Markt gedacht ist. Das muss natürlich für Ninja Theory nicht schlecht sein und das macht auch das Spiel eigentlich nicht schlechter. Es ist bloß sehr merkwürdig, sowas aus dem Hause Ninja Theory zu bekommen. Und da bin ich mir einfach noch nicht so sicher, was ich davon halten soll. Ihr habt beide Gears of War gespielt. Was haltet ihr denn davon eigentlich? Ja, wir haben den neuen Modus Escape kurz angespielt. Das ist ja ein Koop-Modus, wo man als Dreierteam zuerst eine Art Bombe legt und dann sich zum Ausgang vorkämpfen muss. Kurz gesagt, das typische Gears-Feeling war sofort wieder da. Also man ist direkt wieder drin. Was halt aufgefallen ist, war der Munitionsmangel, mit dem wir beide ein bisschen zu kämpfen hatten. Und entsprechend mussten wir ziemlich oft auf Nahkampf ausweichen, was nicht so einfach war, weil die Gegner haben es dann schon doch in sich, wenn gerade die größeren Brocken kommen. Und der Schwarm, also es ist schon eine Herausforderung, die aber jetzt in diesem einen Match schon Spaß gemacht hat, würde ich sagen. Ja, das ist wirklich wahr. Gut, dass ich eine Nahkampfklasse gewählt hatte von Anfang an, weil ja die Muni war eigentlich innerhalb von Sekunden weg bei mir. Gut, da war ich auch ein bisschen unvorsichtig, aber ja, es wirkt halt typisch Gears-mäßig, auch wenn ich jetzt da nicht der größte Fan von bin, aber vor allen Dingen die Steuerung wirkt auch so ein bisschen sperrig, wenn man kurz vorher oder kurz danach war es ja dann zum Vergleich, nochmal in Ghost Recon reingeschaut hat, weil das fühlte sich auch so ein bisschen realistischer an vom Steuerungsschema und ein bisschen stealth-lastiger als der Vorgänger. Und man muss sagen, allgemein waren ja wirklich, da wurden ziemlich viele Spiele vorgestellt. Da hat Microsoft wieder ganz gut aufgefahren, da hinter der Bühne und unter anderem habe ich mir dann noch angeschaut, ich konnte auch schon mal Probe fahren in so einem Playseat, der kleine Lego-Ableger. Das heißt, klein kann man eigentlich gar nicht sagen, weil ja zuvor zu Horizon die Add-ons bekanntermaßen immer relativ umfangreich ausfallen.
und sich die Entwickler da mal richtig Mühe geben. Das ist ja schon fast wie so ein kleines Arcade-Spiel, ne? Wo man muss aufpassen. Es sieht zwar arcadig aus, aber es ist so vom Handling ist es doch sehr ähnlich wie das normale Spiel eigentlich. Und da musste ich auch manchmal echt schon gut das Lenkrad rumreißen dann, um noch auf der Strecke zu bleiben. Oder auch viele, viele kleine Arcade-Perlen, wie zum Beispiel das kleine Tunic, was ich dann erfahren habe, was von nur einer Person entwickelt wird. Das ist halt wie so ein isometrisches Zelda mit einem putzigen Fuchs. Und ja, das ließ sich auch ganz gut an. Vor allen Dingen unglaublich entspannender Soundtrack. Ich wäre da fast eingenickt, auch beim Spielen. Also, was in dem Fall positiv ist, genau. Weil es einfach so schöne sphärische Klänge waren und Piano und das lullt einen dann so ein. Bis dann irgendwann der fiese Boss kam, so eine Art Riesensteinschild und der hat mich dann wieder aufgeweckt quasi mit seinen Attacken. Wobei ich auch fast eingenickt wäre, war übrigens das neue Darksiders. Denn das ist ein Spiel, was ich nicht verstehe. Der neue Darksiders-Ableger ist quasi ein Darksiders im Diablo-Stil, nur dass es weiterhin ein Darksiders ist. Also man hat ungefähr die gleichen Bewegungsmuster, das gleiche Klettern, das gleiche Plattforming mit den gleichen Umgebungsrätseln und den gleichen Schalterrätseln. Das Problem ist, dass das aus der Perspektive irgendwie nicht so viel Spaß macht, weil die Kamera viel mehr Probleme macht und viele Sachen verdeckt sind und man viele Entfernungen überhaupt nicht vernünftig abschätzen kann. Und man sich da dann oft öfter mal die Frage stellt, was da für Designentscheidungen getroffen worden sind. Der Kampf ist okay, funktioniert erstaunlicherweise auch genauso wie sonst bei Darksiders. Also man fragt sich wirklich, warum ist es kein normales Darksiders, sondern aus dieser Perspektive von oben. Und in der Version zumindest, die wir da gespielt haben, waren noch so viele Designschnitzer drin, so viele Ungenauigkeiten und es wirkte alles noch so ungeschliffen, dass ich davon keinen guten Eindruck mitgenommen habe von diesem Spiel. Das spielte sich okay, aber irgendwie sind die klassischen Darksiders dann doch eine deutlich rundere Angelegenheit. Ja, kann ich dir nur beiflächen. Ich saß die ganze Zeit da und dachte mir, kann jetzt die Kamera nicht einfach wieder so ins Bild reingehen, damit ich wieder ein klassisches Darksiders habe? Die Entscheidung kann ich jetzt auch nicht so wirklich nachvollziehen, warum man unbedingt diese Diablo-Richtung gehen wollte, aber es ist ja im Kern eigentlich immer noch Darksiders und dieser Perspektivenwechsel ergibt für mich auch überhaupt gar keinen Sinn. Aber vielleicht kommt Darksiders irgendwann nochmal klassisch zurück. Abschließend bleibt zu sagen, dass Microsoft 2019 auf einem deutlich besseren Weg ist, als sie in der Zwischenzeit schon mal waren. Die Spiele stehen wieder im Vordergrund, die eigene Plattform wird ernst genommen, der PC wird ernst genommen. Das sind alles gute Sachen, auch wenn die ganz große Überraschung dann letztlich doch irgendwie ausgeblieben ist. Die Show war eine gute Show, aber hat eben so richtig spielepolitisch nicht so richtig viel nach vorne gebracht. Wir haben immerhin ein Release-Datum für Cyberpunk, das ist natürlich eine richtig gute Sache. Und wir werden sehen, was der Rest der E3 noch so bringen wird.